Willkommen zum Webinar Workflow Modell. Dieses Webinar findet im Rahmen vom Projekt Fair Data Austria statt und an diesem Projekt sind mehrere Universitäten beteiligt. Hier unten in den Logos können Sie sehen, welche Universitäten mit an dem Projekt mitarbeiten. Ein paar Worte zu mir. Mein Name ist Raman Ganguly. Ich arbeite an der Universität Wien und bin dort im zentralen Informatikdienst tätig, also im Rechenzentrum. Ich beschäftige mich seit 2011 intensiv mit dem Thema Data Management, bin dort der technische Leiter vom Repository Fedra der Universität Wien und auch für die Infrastruktur, was das Forschungsdatenmanagement betrifft. Unter anderem bin ich auch Mitglied in mehreren Netzwerken, die nationale und internationale Konsortien sind. Beginnen möchte ich das Ganze ein bisschen zu umreißen. Wie hat es an der Universität Wien begonnen und was heißt das Ganze? Forschungsdatenmanagement jetzt auch im Sinne von der Universität Wien. Und dann komme ich auf das, warum wir auch ein Workflow-Modell erarbeitet haben. Das Ganze hat 2007 und 2008 begonnen. 2007 ist ein Projekt gestartet, um ein Repository ins Leben zu rufen. Und 2008 hat es dann den ersten Launch gegeben. Das System wurde zu Beginn vorwiegend von den Bibliotheken selbst genutzt, und zwar im Sinne dessen, wann Bücher digitalisiert worden sind oder andere Dinge digitalisiert worden sind, sind sie dann in das Repository hineingekommen und dieses Repository war der Ort, über das dann kommuniziert worden ist und wo die Leute dann auch auf die Volltexte gebracht worden sind. Wir hatten aber von Beginn an den Anspruch, das nicht als Bibliothekssystem zu haben, sondern wollten von vornherein immer andere bzw. Forscherinnen und Forscher mit dazu nehmen. Also Forschungsdatenmanagement war schon von Beginn an ein Fokus. Und so sind dann über den Laufe der Zeit auch immer mehr wissenschaftliche Projekte mit dazugekommen. 2018 haben sie dann die ganzen Rahmenbedingungen auch ein bisschen geändert. Rahmenbedingungen im Sinne jetzt nicht von der Universität Wien selbst her, sondern von einem nationalen und internationalen Bereich. Forschungsförderer beginnen jetzt, Data Management Pläne zu fordern und in den Data Management Plänen muss man auch bekannt geben, wo man die Forschungsdaten langfristig aufbewahrt. Das heißt, wir sehen jetzt in Zukunft den Bedarf an solchen Infrastrukturen, an solche Repositories einfach steigen. Was heißt jetzt im konkreten Forschungsdatenmanagement, beziehungsweise wie sehen wir selbst Forschungsdatenmanagement? Das Forschungsdatenmanagement ist gegliedert in zwei Bereichen. Das eine ist die Datenproduktion und die Analyse. Das ist so der eigentliche Prozess. Dieses ist auch der Prozess, der von den Forschungsförderern gefördert wird. Und da werden auch die Forschungsdaten, entweder entstehen sie dort oder bestehende Forschungsdaten werden dann zur Nachnutzung hier auch weiter analysiert oder die erhobenen Daten werden dort analysiert. Der zweite Teil ist dann die langfristige Aufbewahrung. Das ist jetzt der Teil, der massiv von den Forschungsförderern, aber nicht nur von dort, sondern auch von Verlagen gefordert wird, damit man eben ein wie ist die Grundlage von den Ergebnissen, also auf welche Daten beruhen die Forschungsergebnisse zur einen Seite. Zur anderen Seite ist es aber auch das Thema, dass die Daten dann zu einem späteren Zeitpunkt auch wieder nachnutzbar sein sollen, damit man für andere Forschungsfragen diese Daten auch wieder heranziehen kann. Die Datenproduktion und die Analyse der Daten ist natürlich dezentral. Das ist das, was an den einzelnen Forschungsprojekten ja passiert. Das ist das, was sie tun. Und es sollte auch dezentral sein. Das heißt, das ist das, wo wir uns von Seiten des Datenmanagements nur in einer beratenden oder unterstützenden Form hineinbringen, nicht aber in irgendeiner Art und Weise diesen Prozess beeinflussen wollen.
Auf der anderen Seite ist aber die langfristige Aufbewahrung. Das ist etwas, was dann nach Projektende entsteht. Das ist ein zentrales Thema, weil es ja dann die Projekte per Definition noch nicht mehr gibt. Und die Organisation oder Organisationen sind dann dazu aufgerufen, diese langfristige Aufbewahrung auch durchzuführen. Für den gesamten Prozess Forschungsdaten Management, aber auch für die Analyse, das heißt den dezentralen und auch den zentralen Prozess, gibt es verschiedene Stakeholder. Wir haben allen voran natürlich die Datenproduzentinnen. Das sind diese Personen, die die Daten erstellen und die dann die Analysen drauf fahren. Dann gibt es auf der zentralen Ebene die Personen, die dafür zuständig sind, dass dann die Daten langfristig aufbewahrt werden. Das sind die Datenmanagerinnen und das ist in erster Linie die Rolle, die ich auch innehabe innerhalb von der Universität Wien. Das heißt, mein Blick auf das ganze Thema ist eben aus Sicht der Datenmanagerinnen. Und dann gibt es noch den Bereich der Nachnutzerinnen. Die Nachnutzerinnen sind jene Personen, die mit den Daten, die langfristig aufbewahrt werden, dann nachher etwas machen möchten. Entweder möchten sie tiefer einsteigen in die Forschungsergebnisse und die dazugehörenden Daten analysieren und zu sehen, wie sind die Ergebnisse zustande gekommen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite diese Daten aber auch wieder nachnutzen für andere Forschungsfragen, für andere Themen. Und das heißt, da sind ganz unterschiedliche Szenarien der Nutzung denkbar. Kommen wir jetzt zu dem Workflow-Modell selbst. Vielleicht noch eine Anmerkung zu den Rollen. Es gibt natürlich noch mehr Stakeholder innerhalb vom Datenmanagement. Diese drei Gruppen an Stakeholdern sind aber die wesentlichen, die für das Workflow-Modell wichtig sind und aus deren Perspektive kann man auch den Workflow erklären. Dieses Workflow-Modell hat insgesamt vier Phasen. Die erste Phase ist die sogenannte Pre-Ingest-Phase. Das ist jene Phase, wo die Daten entstehen und wo sie analysiert werden. Hier ist ganz wichtig, dass doch das Datenmanagement wenig berücksichtigt findet, sondern die Datenproduktion im Fokus steht. Das heißt, die Daten sollen in der bestmöglichen Qualität erstellt werden, auch wenn es dann bedeutet, dass es dann später in weiterer Folge des Datenmanagements ein paar Schwierigkeiten dann entstehen. Wichtig ist einfach nur hier, möglichst gute Datenqualität zu haben, weil das ist die Ausgangsbasis, die wir haben für das gesamte Datenmanagement. Und darum soll hier wirklich eine gute und hohe Qualität erzielt und erreicht werden. In dieser Phase beginnt aber schon ein paar Beratungsaspekte hineinwirkend in die Phase 1 oder möglicherweise schon ein paar unterstützende Services und Infrastrukturen, die Forscherinnen und Forscher auch nutzen können. Das ist aber eher der Fokus, wie gesagt, auf den Prozess selbst und weniger von einer zentralen Perspektive, wo geschaut werden soll, dass genau alles in der gleichen Prozess abläuft. Bei der Phase 2 bewegen wir uns dann in den Ingest. Hier geht es vom Fokus der Datenproduktion schon in den Fokus des Datenmanagements hinein. Hier ist es eine Übergabe von der Produktion in das Datenmanagement hinein und hier müssen beide Stakeholdergruppen zusammenwirken, um diese Übergabe bestmöglich machen zu können. In dieser Phase werden gewisse Dinge analysiert, wie zum Beispiel die Formate. Es wird geschaut, wie es mit den Lizenzen ausschaut, das dann eine Nachnutzung auch ermöglicht, also das, was dann in der letzten Phase kommen wird. Aber hier wird auch angeschaut, was es notwendig ist an Beschreibungen, damit man auch zu einem späteren Zeitpunkt versteht, was für Daten es hier in das Datenmanagement hineingekommen sind. Das heißt, hier passiert eine Anreicherung an Daten und eine Konvertierung von den Daten.
In der dritten Phase kommen wir dann in das Management hinein. Hier ist dann das Datenmanagement. Und im Datenmanagement gibt es drei wesentliche Aufgaben. Diese Kernaufgaben sind die Qualität, die das Datenmanagement von der Produktion bekommen hat, aufrechtzuerhalten. Hier bedeutet es wirklich, die Qualität aufrechtzuerhalten, nicht sie zu verbessern, aber auch sie nicht zu verschlechtern. Daher ist eine hohe Datenqualität zu Beginn, also in der Phase 1, sehr wesentlich, weil die wird dann im Datenmanagement aufrechterhalten. Die zweite Kernaufgabe ist, diese Qualität, die wir bekommen haben, ins Datenmanagement dann über die geforderte Zeit aufrechtzuerhalten. Das ist bei einer kurzen Archivierung relativ trivial. Das ist etwas, wo ich sage, okay, 5 bis 10 Jahren dieser Horizont, okay, da habe ich kein Problem, da muss ich mir noch wenig Gedanken darüber machen. Jedoch, je länger das der Zeitraum wird, umso komplexer wird diese Aufgabe. Wenn man jetzt an die Langzeitarchivierung denkt, wenn ich hier wirklich in Richtung Dimensionen denke von 50, 100, 200 Jahren, dann kann man sich vorstellen, dass sich die technischen Rahmenbedingungen ändern werden und manche Formate, manche Daten einfach nicht mehr nutzbar sind. Aber hier geht es um die langfristige Nutzbarkeit der Daten. Das heißt, hier muss ich mir Konzepte und Dinge überlegen, wie ich das erreichen kann in Form von Migration, in Form von anderen Dingen. Auch Bitstream Preservation und solche Sachen spielen damit hinein. Die dritte Aufgabe, die hier dann im Datenmanagement wesentlich ist, ist es, den Personen und die Personengruppen, die die Berechtigung dazu haben, die Daten zu nutzen, denen den Zugang zu gewähren. Ich rede hier ganz speziell nicht von an Open Access, sondern von einer Zugänglichkeit, weil es auch Daten gibt, die man nicht von vornherein Open Access stellen kann oder möglicherweise niemals Open Access stellen kann. Aber hier ist es wichtig, dass es dann eine berechtigte Gruppe geben kann, die trotzdem den Zugang zu den Daten erhalten kann, darf, soll und muss. Jetzt gehen wir in die vierte Phase, das ist die letzte Phase und die sinnstiftende Phase. Das ist der Grund, warum wir das Ganze tun. Das ist die Reuse-Phase. Die Reuse-Phase ist die Nachnutzung und die Nachnutzung, deswegen machen wir das Ganze. Das heißt, dieser riesige Aufwand, den wir betreiben. Und die Nachnutzung ist etwas, was den Ganzen einfach die Bedeutung dafür gibt. Das heißt, schon zu Beginn kann man sich überlegen, und das ist auch ein Beratungselement mit drinnen, da zu sagen, okay, was ist interessant oder was kann für eine spätere Nachnutzung relevant und interessant sein? Das ist auch dann das Thema, in welche Richtung die Beschreibungen hineingehen und definiert auch in einer gewissen Art und Weise die Personengruppen, die das Ganze dann nachnutzen können, dürfen, sollen und müssen. Und das heißt, der Reuse schaut dann so aus, dass die Daten vom Repository herausgegeben werden und an die Nachnutzer und den Nachnutzern zur Verfügung gestellt werden. Was sie dann tun, die liegt in deren Verantwortung. Daher ist eine Lizenz, die sagt, aussagekräftig ist und eine Bedeutung hat für die Nachnutzer, damit sie wissen, was sie mit den Daten tun dürfen. Das Ganze wird begleitet hier unten in der violetten Linie mit dem DMP, mit dem Data Management Plan, der den gesamten Prozess, den gesamten Workflow auch begleitet. Das heißt, der setzt schon ganz klar in der Phase 1 in der Datenproduktion an. Und das ist auch das, was jetzt die Forschungsförderer jetzt tun. Sie gehen ja mit dem Data Management Plan ja schon zu Beginn des Projekts hinein und fordern zum Beispiel wie der FWF eine Abgabe eines Data Management Plan zu Beginn des Projekts.
Schauen wir uns jetzt noch einmal die Phase 2, also zur Wiederholung die Übergabe, die Ingest-Phase an, weil hier passiert ja etwas mit den Daten, die wir bekommen haben. Also wir bekommen im Wesentlichen hier das, was in diesem Kreis drinnen steht, wo die Daten drinnen stehen. Das ist das, was wir bekommen. Das ist in den meisten Fällen oder in sehr oft einem Fall eine Datei. Und diese Datei wird jetzt mit anderen Themen angereichert. Einerseits gibt es hier einen Owner, das heißt, die Datei gehört irgendjemandem. Es kann auch ein Forschungsprojekt sein, dem das, diese Datei gehört. Der Owner bestimmt einfach die Tatsache, wie lang die Daten aufbehalten werden, bestimmt die Qualität der Daten und bestimmt auch die Zugänglichkeit der Daten. Die Metadaten selbst sind dann der beschreibende Faktor. Das heißt, das sind alles Informationen über die Daten selbst. Von wo kommen sie her? Wie sind sie entstanden? Was sagen sie aus? Und solche Themen, damit man das Ganze dann auch nachnutzen kann, damit man versteht, was das Ganze und was sie ist. Dann gibt es noch einen Identifier. Dieser Identifier ist die Ermöglichung, dass man die Daten auch zitieren kann. Und die Lizenz, wie schon gesagt, die Lizenz stellt klar, welche Rechte man in der Nachnutzung mit den Daten für die Daten hat. Das heißt, in welcher Form ich sie dann in der Nachnutzung nutzen kann. Wir haben dann die Beschreibung geht, es ist sehr generisches Workflow-Modell. Wir haben das ja aber prima jetzt einmal aus Sicht von einfachen Dateien gesehen. Wir haben aber Schwierigkeiten mit ein paar anderen Datenklassen, wie zum Beispiel Datenbanken. Aber vom Workflow her ändert sich nicht wahnsinnig viel. Man kann möglicherweise dann schon unterstützend in der Phase 1 in der Datenproduktion mit eingreifen, mit verschiedenen Infrastrukturen, aber prinzipiell kann man auch eine Datenbank übernehmen. Für das braucht man aber spezielle Repositorien. Das Projekt Fair Data Austria schaut sich auch in diesem Rahmen an, wie können Repositories für Datenbanken aussehen und es wird ein Prototyp für so ein Repository entwickelt. Man muss dann auch klären, was sind es für Daten und wo liegen die Metadaten? Liegen die Metadaten in diesem speziellen Repository? Liegen sie außerhalb? Was gibt es dann noch für zusätzliche beschreibende Elemente mit dazu, die noch relevant sind, um dann später mit der Datenbank etwas machen zu können? Ähnlich schaut das Ganze mit Softwarecode auch. Auch hier können spezielle Repositories genutzt werden. Nur hier gibt es bereits schon Systeme, die mit Softwarecode ganz gut umgehen können. Das sind Versionskontrolle-Systemen, also so etwas wie Git. Das ist ganz wichtig, weil ja ein Softwarecode sich ja auch ständig ändert. Eine Software ist niemals abgeschlossen. Daher ist es ein wichtiges Element. Auch hier ist es wichtig zu klären, was gibt es an zusätzlichen Dokumentationen, um die Software benutzen zu können, um sie weiterentwickeln zu können. Und auch die Frage, wo liegen die Metadaten, weil in diesen Versionskontrolle-Tools es meistens nicht aus der Denkweise des Datenmanagements heraus Metadaten erstellt werden können. Hier kann man Systeme bauen, wo man eindeutige Identifier, weil dein Versionskontrolle-Tool bringt solche Identifikatoren hervor, die dann verknüpft mit anderen Repositories und dort dann möglicherweise die Metadaten einstellt. Auch solche Konzepte gibt es bereits. Damit bin ich auch schon an das Ende dieses Webinars gelangt. Ich möchte die Gelegenheit noch nutzen, auf das nächste Webinar aufmerksam zu machen. Das nennt sich Formate im Kontext der Langzeitarchivierung und findet am 28.04. statt von 11 bis 11:30 Uhr. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Hier noch zum Schluss meine Kontaktdaten, falls es später noch Fragen gibt und auch einen Link auf die Webseite von dem Projekt Fair Data Austria.